Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute sitze ich wieder hier mit einer Autorin und heute ist es die liebe Lili Lukas, Autorin bei Drömer Knauer und ihre neueste Reihe ist New Beginnings. Das ist der erste Band. Der zweite Band heißt New Promises, soviel ich weiß. Ist jetzt gerade erschienen, ziemlich frisch, vor einem Monat oder so. Genau, im September 2019. Ja, ich freue mich riesig, dass ich hier bin und ich interviewen darf. Ich muss ja ehrlich gestehen, ist das dein erstes Buch? Nein. Nein, also mein erstes Buch als Lili Lukas, ja. Ah, so, okay. Aber ich habe im Romance-Bereich schon ein bisschen was geschrieben, ja. Ach so, okay, weil ich dachte, der Name Lili Lukas hat mir bisher noch nicht so viel gesagt. Ja. Und dann habe ich mich gefragt, ist das ein Debüt oder nicht? Aber irgendwie... Also es ist schon ein Debüt in diesem Genre. Ja, okay. Und auch unter diesem Namen. Ah, okay. Ja, in dem Fall. Freue ich mich jetzt über dieses Buch zu sprechen und nachher auch so ein bisschen über deinen Alltag, über die Zukunft von Lili Lukas. Ist ja auch interessant, wenn das jetzt ein neuer Name und so ein bisschen eine neue Zeit ist in dem Fall auch. Magst du uns ganz kurz erzählen, worum es in dem Buch eigentlich genau geht? In New Beginnings? Ja. Also generell geht es in der Reihe um den kleinen fiktiven Ort Green Valley in den Rocky Mountains in Colorado. Im Buch 1 ist es so, dass es um Lena geht, die aus Berlin stammt und ein Au-pair-Jahr in den USA macht. Und sie landet eigentlich ungeplant in diesem kleinen Kaff, sage ich jetzt mal. Eigentlich hatte sie vor, nach New York oder Miami zu kommen, so kleine Mädchenträume. Sie landet dann aber letztendlich eben in diesem kleinen Dorf und bei einer Familie, die sie super nett findet. Mit dem kleinen Haken, dass sie sich eben das obere Stockwerk des Hauses mit dem Bruder ihres Gastvaters teilen muss, der sehr ungeplant dort eingezogen ist, weil er nach einem schweren Unfall eben so ein bisschen wieder auf die Beine kommen muss. Und er macht ihr ein bisschen das Leben schwer am Anfang, weil er mit sich selbst zu kämpfen hat. Und die beiden freunden sich aber so ein Stück weit an und dann entsteht halt eine sehr enge Bindung. Ja. Eben das Buch spielt in Amerika, es ist eben ein Au-pair-Jahr und so. Oft sind ja eben diese Romane in den USA angesiedelt und so. Warum hast du dich entschieden, dass du das machst? Wolltest du einfach über ein Au-pair schreiben oder dachtest du, okay, nein, vielleicht funktioniert das einfach für den Markt besonders gut? Nee, mit dem Markt hat es gar nichts zu tun. Ich denke auch Colorado ist jetzt nicht unbedingt so das allergängigste. Es hatte schon was damit zu tun, dass ich diese Au-pair-Story erzählen wollte und dann ist es einfach naheliegend, dass es ins Ausland geht. Ja, und zu Colorado habe ich einfach einen persönlichen Bezug, weil ich es dort sehr schön finde. Ich war da selbst schon und meine Schwester war dort auch Au-pair. Okay. Und es hat sich dann ein bisschen angeboten. War dann nein. Aber du selbst hast jetzt nie irgendein Au-pair-Jahr gemacht oder so? Nee, eben nur meine Schwester. Nur deine Schwester, okay. Hast du denn auch mit ihr darüber gesprochen, wie sie das so erlebt hat? Ich meine, und auch noch mit anderen. Und was kamen da so für Geschichten zusammen? Hast du da teilweise auch was in das Buch reinfließen lassen? Also mir war von Anfang an klar, dass ich nicht unbedingt jetzt eine totale Au-pair-Story schreiben wollte, die so auf Fakten beruht ist. Wenn man das Buch liest, dann merkt man auch, dass es jetzt nicht darum geht, unbedingt jeden Alltag genau zu schildern. Ne? Aber ich habe mich schon mit ihr unterhalten, wie ist das auch so von den Arbeitszeiten, welche Freiheiten hat man, was geht gar nicht. Und auch mit ihren Freundinnen, die sie dort halt kennengelernt hat. Man lernt dann als Au-pair auch relativ schnell andere Au-pairs kennen. Mit denen hatte ich dann ein bisschen Kontakt und habe ein bisschen recherchiert, aber habe das wirklich nur so am Rande einfließen lassen, weil der Schwerpunkt dann doch ein anderer ist. Ja, eben der Schwerpunkt liegt eigentlich auf so dieser Liebesgeschichte, die ja ein bisschen so, ja eben so mit diesem, sag mal, die mögen sich ja zu Beginn nicht so besonders, aber irgendwie eine gewisse Bindung spürt man ja schon von Anfang an. Jetzt beginnt die erste Begegnung ja mit einem ziemlichen Klischee aus diesem Genre. Und zwar ist der Typ, Brian. Er ist ja oberkörperfrei und macht die Tür auf. Und das kommt ja noch ganz oft vor in diesem Genre, dass die Typen in der ersten Begegnung einfach oberkörperfrei sind. Warum? Ich wollte am Anfang schon dieses Klischee auch ein bisschen aufbauen, dass er auch falsch rüberkommt. Also er ist ja eigentlich ein Typ, der im ersten Moment oder auf den ersten Seiten dann wirklich so ein bisschen schnippisch arrogant rüberkommt, was er ja gar nicht ist, sondern es ist einfach so seine Unzufriedenheit und sein Frust mit dem Leben. Natürlich will man ein Stück weit da schon zeigen als Autor, das ist ein sportlicher Mensch, ich meine, er war Leistungssportler, er weiß, dass er gut aussieht, aber in dem Fall kommt er tatsächlich auch einfach aus dem Bett. Also es ist jetzt nicht so, dass er einfach gerne im Haus nackt rumläuft, sondern er kommt wirklich aus dem Bett mitten am Tag. Und da geht es auch ein bisschen darum zu zeigen, er führt gerade ein sehr unstetes, chaotisches Leben.
ja, eben ich muss ja sagen, das haben wir eigentlich auch, meistens stören mich solche Szenen dann, wenn ich mir denke, okay, was war jetzt das und so. Aber irgendwie, da hat es noch ganz gut gepasst, irgendwie, er hat vergessen, sie abzuholen, er hätte sie abholen sollen. Weil die, genau, weil er einfach verschlafen war. Genau, also irgendwie, für das hat es dann irgendwie gepasst, habe ich gedacht. Ich finde allgemein, du spielst ja auch so ein bisschen teilweise mit diesen Klischees in dem ganzen Buch über. Wie, glaubst du, unterscheidet sich dein Buch jetzt von anderen New Adult Büchern und was macht das so besonders? Also mir war es wichtig, dass ich ein Buch schreibe oder ein New Adult Buch, das ohne viel Drama auskommt. Ja. Das ist einfach eine persönliche Sache, dass es mir oft zu viel künstliches Drama in diesen Büchern gibt und ich selbst auch nicht so gern lese. Deswegen wollte ich mal ausprobieren, ob das auch ohne Drama geht, einfach nur mit relativ normalen Menschen und ohne irgendwas aufzubauschen. Das war mir wichtig. Ich glaube, das unterscheidet New Beginnings schon von vielen Büchern in diesem Genre. Ich wusste, dass viele das vielleicht auch vermissen werden, dass viele vielleicht auch sagen, irgendwie passiert mir hier zu wenig. Ja. Verstehe ich auch. Aber mir war es irgendwie wichtig, mal so ein bisschen aufzubrechen damit. Und dann haben wir natürlich bei meinem Buch auch eine sehr starke Frauenfigur. Es gibt nicht so diese typische toxische Beziehung, so im Sinn von, ich stehe so total auf diesem Bad Boy und ich komme nicht klar, sondern Lena ist eigentlich sehr selbstbewusst, so oder so. Ja. Und sie gibt ihm ja auch ordentlich Kontra. Absolut. Das ist gerade eine tolle Frage. Immer so, inzwischen. Du hast etwas gesagt. Ah ja, genau. Wie erlebst du jetzt allgemein so, wie du hast gesagt, eben du dachtest auch, vielleicht kommt das nicht ganz so gut an bei den Lesern und so, aber ich habe bisher sehr viele positive Stimmen zu dem Buch gehört. Das war auch ein Grund, warum ich das Interview unbedingt führen wollte, weil ich mag das immer total, so neue Stimmen in einem Genre. Wie kommt es dazu, dass das irgendwie so gut ankommt? Neben weil du da ja sagst, eben es ist ja nicht so ähnlich wie andere Bücher. Natürlich, einige Sachen bleiben ja immer ähnlich. Es gehört ja in jedem Genre dazu. Ich meine, in einem Thriller braucht es irgendeinen Toten und den Liebesroman braucht es irgendeine Beziehung, sonst macht das keinen Sinn. Aber trotzdem, wie erlebst du so jetzt die Reaktion und wie soll das weitergehen in Zukunft? Wirst du auch weiterhin eher so ohne Drama schreiben oder könntest du dir doch jetzt mal vorstellen, vielleicht mal eine bisschen dramatischere Geschichte zu erzählen? Also ich war eigentlich sehr überrascht, dass es doch so gut ankam, dass viele eben bewusst hervorgehoben haben, sie mögen, dass es so wenig Drama hat. Es gab natürlich auch Stimmen, die meinten, mir hätte noch ein bisschen mehr Tiefe oder Dramatik gefehlt, aber ich fand es eigentlich überraschend positiv, dass so viele das mochten. Auch Band 2 kommt, glaube ich, ohne großes Drama aus und Band 3 schreibe ich gerade. Da wird es vielleicht ein bisschen dramatischer, weil die Story einfach das hergibt. Das ist auch der Punkt. Ich finde, wenn die Story das hergibt, dass das dramatisch ist. Natürlich, wenn jemand krank ist oder irgendwelche Schicksalsschläge zu verkraften hat, dann ist das Drama ja vollkommen berechtigt. Ja. Ich will das auch nicht komplett irgendwie ablehnen, aber in meinen Büchern dachte ich mir, ich müsste es künstlich herholen. Und ich könnte mir schon vorstellen, wenn es sich anbietet, dass man da noch was einbaut oder thematisch verarbeitet, aber es wird bei mir definitiv nie das große dramatische Buch werden. Ja, gut, aber das finde ich eine sehr interessante Aussage oder so, eben weil man halt beobachtet, wie der Markt derzeit funktioniert, was die Leser sich wünschen. Aber ich finde das eigentlich eine schöne, gelungene Abwechslung, dieses Buch. Ich habe jetzt bisher nur den ersten Band gelesen, bin aber gespannt, wie es dann weitergeht. Wird es um neue Personen gehen im zweiten Band? Und wie lange soll die Reihe gehen? Also in Band 2 geht es um zwei Figuren, die hier schon auftauchen. Also Band 1 hat ja quasi so eine kleine Clique aus vier Personen. Band 2 dreht sich dann um die beiden anderen, die hier schon angerissen werden. Ja. Band 3 zum Beispiel hat jetzt komplett neue Figuren. Also die werden komplett neu. Also es spielt auch wieder in dieser Stadt. Und natürlich tauchen diese Bewohner auf. Aber es gibt zwei vollkommen neue Figuren. Okay. Und wie lange soll die Reihe werden? Ist nach 3 Bänden Schluss? Oder denkst du, du könntest auch ruhig noch einen vierten Band schreiben? Also ich denke, einen vierten Band wird es auch noch geben. Ja. Das ist zumindest im Gespräch. Gucken wir mal, wie natürlich auch das Interesse an den Büchern ist. Aber du hast so auf jeden Fall noch Material, was du machen kannst. Okay, das ist aber cool. Eine gute Nachricht für die Fans dieser Reihe, würde ich sagen. Mich würde jetzt so interessieren, eben du hast gesagt, du hast auch noch unter anderen Namen Bücher geschrieben. Darf man wissen, was das für Namen sind? Oder Also ich habe unter meinem Mädchennamen auch geschrieben, der ist Julia Hamel. Da bin ich bei einem anderen Verlag und schreibe eher Contemporary Romance. Okay, da schreibst du weiterhin eigentlich so mit diesem Namen oder ist das jetzt pausiert für die Zeit, wo du jetzt das schreibst? Ist jetzt momentan pausiert, weil ich mich einfach stärker auf diese Bücher konzentriere und ich bin auch nicht hauptberuflich Autorin. Das heißt, ich muss dann einfach ein Stück weit mich konzentrieren oder fokussieren auf einen Bereich und momentan ist das eben der Romance-Bereich hier. Gucken wir mal, was kommt. Schön. Sehr toll.
Wie siehst du den Unterschied beim Schreiben von Contemporary und New Adult? Ja, was ist da für dich der größte Unterschied und auch wie nimmst du die Leser wahr? Also ich finde, es ist gar nicht unbedingt ein Riesenunterschied. Im Prinzip geht es sehr oft, es geht um die Liebe, es geht um eine schöne Liebesgeschichte. Ja. Der Unterschied ist, denke ich, schon ein Stück weit, dass man sich eher in die jüngeren Leser reinversetzt bei bestimmten Themen. Das sind so ganz platte Dinge wie, wenn die Fernseh gucken, wenn die Serien gucken, wenn die Musik hören, da ist natürlich ein kleiner Unterschied. Also eine 20-Jährige guckt in der Regel vielleicht andere Serien als jetzt eine Anfang 30-Jährige. Manchmal ist es natürlich auch gleich, dass man da ein bisschen drauf achtet und dass man auch nicht den gleichen Wissensstand voraussetzt. Also ich habe für diese Bücher tatsächlich auch öfters mich mit meiner kleinen Schwester so ein bisschen rückversichert, ob sie diese Anspielungen versteht. Ja, wenn man irgendwie eine Anspielung auf irgendein Filmzitat bringt oder so, ne, überlegt man sich schon, okay, kann jemand mit Anfang 20 was damit anfangen oder mit 15 oder 16? Das hätte ich jetzt bei der klassischen Romance eher weniger achten müssen. Sozusagen. Genau, ja. Ja. Wie ist das so für dich allgemein? Ich finde das ja immer sehr interessant. Viele Jugendbücher ja auch werden ja eigentlich von deutlich älteren Personen als jetzt Jugendlichen geschrieben. Wie ist das für dich so? Eben, du sagst, ist es ab und zu. Es ist teilweise schwierig, dich da so reinzuversetzen, aber eigentlich gelingt es dir ziemlich gut. Wie ist das für dich, wenn du nachher aber trotzdem siehst, okay, das lesen vielleicht 14-jährige Mädchen oder so, und da kommen ja trotzdem einige heißere Szenen, wenn man das so sagen kann, vor. Wie ist das für dich? Also ich achte schon drauf, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob es was für eine 14-Jährige ist, würde ich schon erstmal mit Vorbehalt reagieren. Es gibt sicher 14-Jährige, die da wahrscheinlich schon weiter sind, aber es ist für mich jetzt kein Jugendbuch. Also ich würde schon sagen, vielleicht für 14-Jährige noch ein Ticken schon zu erwachsen. Ja. Aber es ist auch sehr unterschiedlich. Es ist heutzutage auch anders als noch vor 15 Jahren. Aber ja, es stimmt schon. Ich habe Leserinnen, die sind 14 und ich habe Leserinnen, die sind 60, also tatsächlich auch. Ja. Deswegen finde ich das eigentlich spannend, aber ich glaube, das muss man ein Stück weit dann auch für sich entscheiden, wenn man da schon so weit ist, um das zu lesen. Aber ich denke, das Buch ist auch noch verhältnismäßig harmlos, also es ist jetzt keine Zumutung für Teenager. Ja, aber es ist ja auch keine Erotik-Roman. Nein, es liegt zwar öfters mal bei Erotik, warum auch immer. Ja, aber ich finde allein das Cover, wenn man sieht und die Farben, ich meine, es ist sehr, es ist eigentlich sehr jung und mädchenhaft. Genau, jung und mädchenhaft, würde ich sagen. Beschreibt das sehr gut. Ja, wie ist das für dich so, wenn es zum Beispiel ich bin 16 Jahre alt, ich bin ein Junge. Es ist auch nicht immer das, was ich hauptsächlich lese, aber wie nimmst du eben so deine Leser, weil du hast gesagt, du bist 60-jährige Leserin. Wie gehst du damit um? Das erlebst du alles so? Ich finde das total spannend, weil man fragt sich ja wirklich immer, okay, wer würde so ein Buch lesen? Und ich habe tatsächlich, bevor es erschienen ist, so in meinem Umfeld auch oft betont, so, naja, das ist eher was für Jüngere, weil natürlich kommen so Fragen von Bekannten oder so. Und ich habe das immer so ein bisschen abgetan, weil ich dachte, jemand vielleicht jetzt so über 40, für den wäre das gar nichts. Ja. Überraschenderweise ist es aber gar nicht der Fall gewesen. Ja. Das hat wirklich irgendwie jeden interessiert, egal in welcher Altersgruppe. Das finde ich auch schön. Das verbindet ja auch. Ja, und ich glaube, Geschichten sind ja auch nicht abhängig von einem Alter oder einem Geschlecht oder so. Schlussendlich geht es darum, was man auf jeden Fall hat. Und ich glaube, ich mag zum Beispiel zwischendurch ganz gerne so Liebesromane, egal ob jetzt mit Drama oder ohne Drama. Das fand ich auch angenehm, ohne so viel Drama. Aber ich mag dann auch mal einen Thriller und ich glaube, das ist ja auch das Schöne beim Leben. Nochmal zurück zu den bisschen heißeren Szenen und so. Ich frage mich das ganz oft, wenn ich das dann lese und so. Und vorhin war ich auch bei einer Veranstaltung, wo ein Autor einen Liebesroman von einer Kollegin vorgelesen hat und eine heiße Szene vorgelesen hat. Und der war das total unangenehm, weil das halt jetzt ein Autor vorgelesen hat und ein Publikum. Also ich frage mich immer so, wenn man als Autorin seinen Leserinnen und Lesern begegnet oder auch daraus vorliest oder was auch immer, und dann weiß man ja, ist es nicht teilweise unangenehm, irgendwie so zu wissen, doch, die haben das jetzt alles gelesen und irgendwie auch vor der Familie und so. Also ich würde diese Stellen jetzt nicht unbedingt bei einer Lesung wählen, weil ich finde, das gibt auch ein falsches Bild von dem Buch, weil der Anteil von diesen Stellen ist ja wirklich minimal. Aber es stimmt schon, oft ist es einfach so, dass die Leser ja auch oft denken, dass alles, was da drin steht, irgendwie doch was mit dem Autor zu tun hat, dass man das erlebt hat. Und da reagiert man als Autor ja gerne ein bisschen empfindlich, weil man sagt, Leute, das ist Fiktion. Also
das kommt dann schon oft so. Wo beziehst du da deine Recherchen her und woher nimmst du die? Und das ist halt wirklich, es ist Fiktion. Also natürlich hat man vieles gesehen, gelesen, aber ich habe da eigentlich kein Problem damit, weil ich das ganz gut kennen kann. Und wenn dann müsste jeder Krimi-Autor Psycho sein oder sonst was. Ja, absolut, das stimmt natürlich. Beim Krimi-Autor fragt ja auch keiner, und du, hast du das dann alles so erlebt? Ja, klar. Ja. Geht man denn so mit Kritik um? Wie ist das, wenn man schreibt ja schon eine längere Zeit an so einem Buch, das schreibt man ja nicht in einer Woche oder so, oder nehme ich jetzt mal schwer an. Wie geht man damit um, wenn dann, man ist ja sicher extrem gespannt, wenn so ein Buch erscheint und dann kommt sicher auch mal eine negative, das kommt ja bei jedem Buch, egal. Wie geht man damit um? Also ich bin kein Mensch, der wirklich die Rezensionen alle immer liest, weil ich merke auch selbst, dass mich das dann oft zu sehr beschäftigt. Und das ist einfach ja normal, dass es einfach verschiedene Meinungen gibt. Ich hatte jetzt bei dem Buch wirklich Glück, dass recht wenig Negatives kam. Wenn Kritik kommt und die ist berechtigt, finde ich das auch absolut produktiv und sinnvoll. Manchmal kommt natürlich auch Kritik, wo man sich irgendwie denkt, Leute, wann habt ihr so gut verstanden, nicht gelesen. Aber in der Regel ist es ja sinnvoll, wenn da und es ist ja auch verständlich, wenn jemand sagt, mir hat das gefehlt, mir hat das gefehlt. Geschmäcker sind verschieden. Das ist vollkommen in Ordnung. Außer man merkt halt irgendwie, dass, oder man fühlt sich halt ungerecht behandelt, weil die Kritik nicht zutrifft, dann ist es natürlich immer schwierig. Dann denkt man sich schon so, okay, dann hast du halt einfach hier an der Stelle vielleicht etwas falsch. Nicht was gesehen. Ja. Aber alles in allem ist es vollkommen in Ordnung. Aber ich bin, wie gesagt, kein Typ, der jede Rezension liest. Freue mich, aber ich sehe das ein bisschen entspannter und denke mir, das ist legitim, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Kommen wir noch zu einem letzten Punkt zu sprechen, bevor wir dann am Ende des Interviews sind, und zwar, du bist ja auch auf Social Media aktiv und so, wie nimmst du da das wahr, wie wichtig ist das für dich als Autorin, machst du das, um den Leserkontakt zu behalten, oder machst du das auch aus marketingtechnischen Gründen, wie nutzt du Social Media? Sowohl als auch. Also natürlich ist es irgendwo heutzutage ein Tool, um Menschen zu erreichen, das werde ich gar nicht leugnen, aber es ist schon eine tolle Möglichkeit, Feedback zu bekommen und in Kontakt zu halten. Und natürlich auch in der Zielgruppe. Man merkt halt einfach, diese Zielgruppe, an die sich das Buch hauptsächlich richtet, ist sehr affin. Also da kommt unglaublich viel. Und dadurch, dass ich zum Beispiel jetzt auch nur nebenberuflich Autorin bin, kann ich vieles dann oft erst am Abend bearbeiten oder beantworten. Und dann merkt man schon, wie viele Aufschläge. Also dann kommen wirklich abends kommen irgendwie 30, 40 Mails auf einen zu, auf die man natürlich auch reagieren will. Aber es ist schon deutlich mehr, als ich gewohnt bin, aus dem Contemporary-Bereich. Ja, klar. Ja, sehr schön. Fand ich ein sehr interessantes Interview. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Jetzt, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht die perfekte Zielgruppe und vielleicht nicht das perfekte Gesicht da bin, um das euch zu empfehlen, aber mir hat es wirklich gut gefallen. Ich fand es extrem schön geschrieben. Freue mich auf die weiteren Bände und bin gespannt,